Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Kingdom Come Deliverance. Oh mein Gott, ja, so ist es. Ich bin im Sommerurlaub und da kann ich euch natürlich nicht hier so ganz alleine lassen. Und da letztens ein neuer DLC rausgekommen ist, das Los einer Frau, dachte ich, das wäre doch ein super Sommerprogramm, oder? Ich hoffe, euch macht es jedenfalls Spaß. Mir wird es Spaß machen, davon gehe ich aus. Wir sind hier in Pribislavitz. Das haben wir wunderschön aufgebaut. Hier mit unserem Haus. Wunderbar. Handwerker. Super Dorfplatz haben wir. Also die Siedlung hier gedeiht. Der geht's gut. Die Menschen sind halbwegs glücklich, würde ich vermuten. Wir können ja mal gucken, ob wir hier nochmal recht sprechen können, wo wir gerade hier sind. Und dann werden wir mal eine Schnellreise zu Theresa machen. Keine Sorge, wir werden hier noch genug herumreiten und ähnliches. Ja, wir können heute nicht, wie es aussieht. Na gut, dann halt nicht. Dann machen wir jetzt sofort eine Schnellreise. Denn die Quest, das Los einer Frau, geht hier unten los. Da sehen wir das neue DLC-Quest. Und zum Glück ist direkt bei der Mühle eine Schnellreise. Ich muss noch rausfinden, welche Taste. Ah, da haben wir es doch. Ich hoffe, wir werden unterwegs nicht von Räubern überfallen. Ach, du bist in einen Hinterhalt geraten und ein unbekannter bewaffneter Mann greift dich an. Verteidige dich oder fliehe. Versuche mal zu fliehen. Ha! Erfolg! Noch ein Hinterhalt? Falle! Du machst Halt, da du im nahen Dickicht leise Stimmen gehört hast. Die fremdartigen Wörter lassen keinen Zweifel daran, dass hier human arglosen Reisen auflauern. Wir meiden das. Ich habe gerade frisch reparierte Rüstung und Waffen, da werde ich mich auch hier nicht mit Kumanen und Räubern anlegen. Soweit kommt's noch. Und dann kommen wir mitten in der Nacht da an. Das ist natürlich nicht so cool. Ja, jetzt geht die Sonne unter, jetzt wird's dunkel. Hier gehen wir am Wirtshaus vorbei. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Irgendwas zur grünen Wiese, zur Waldlichtung, keine Ahnung. Ledetschko, da gibt es auch ein sehr gutes Wirtshaus. Da kann man auch super würfeln. Mit unseren Glückswürfeln, da haben wir ja diverse. Ja, das sieht so aus, als wenn wir uns in der Mühle erstmal gemütlich aufs Ohr hauen würden. Was? Als wenn es hier Wölfe geben würde. Ach, das ist ein Hund. Was ist denn los, kleiner Hund? Fehlt dir was? Köter. Oh, der sieht aus. Ein bisschen wie der Hund von einem Kumpel. Mit dem Hund habe ich mich übrigens sehr gut verstanden, mit dem Kumpel auch. So, da hauen wir uns hier bis morgen früh aufs Ohr. Ist hier eigentlich in der Kiste irgendwas drin? Oh, ist hier gar nicht unser Bett? Hier oben war doch immer unser Bett, oder nicht? Ist das gar nicht so? Ist unser Bett in Wirklichkeit da unten? Dürfen wir bei Theresa schlafen? Psst. Theresa, schläfst du schon? No, let me sleep. Aber Theresa, ich bin extra hierher gereist, ganz schnell. Was haben wir denn hier? Weinwell, Brandwein, Bücher. Ein Dreifaltigkeitswürfel haben wir hier noch umzuliegen. Mit Gildensiegeln geklautes. Manfreds Geldbeutel. Schatzkarten. Ach man. Ja, das Spiel hat echt Spaß gemacht, ne? Ich hoffe ja immer noch, dass es dazu einen zweiten Teil gibt, wo jetzt alle DLCs draußen sind.
So, wann stehen die denn hier auf? Ich glaube nicht allzu früh, ne? Also wir auf jeden Fall nicht. Wir sind Langschläfer. Und dann müssen wir morgen früh erstmal was essen, denke ich. Ich habe ja irgendeinen Vorteil, der auch mit Sattheit irgendwie zusammenhängt, ne? Ich weiß gar nicht, wie das ist. Wenn wir irgendwie sitzen oder sowas, verlieren wir keinen Hunger oder sowas. Ich habe mehrere Vorteile, die damit zusammenhängen. Da müssen wir gleich nochmal nachgucken, damit ich hier mich wieder ein bisschen reinfuchsen kann in das Spiel. Und da müssen wir mal gucken, ob Theresa ein bisschen munterer ist inzwischen. Ja, und natürlich die Morgenwäsche, ne? Ich meine, was wäre dieses Spiel ohne Morgenwäsche? Rataya-Turnier. Ach, aufs Turnier? Wollen wir aufs Turnier? Oh, gucken wir mal, ob wir das im Anschluss noch machen wollen. Morgen findet in Rataya ein Turnier statt. Suche am Morgen den Herold auf. Toll. Alle 7 Tage findet das hier statt irgendwie. So, ich wollte mal gucken. Wir haben ja... Fertigkeiten? Nee, Fertigkeiten nicht. Waffsruf, Kampf... Hundeflüsterer? Was ist ein Hundeflüsterer? Das ist neu. Haben wir einen Punkt übrig? Ja, wir haben hier Punkte übrig, wie es aussieht. Aber warum? Warte mal, wie kann man sich denn hier das... Ach so, mit Q muss man... Ja, ist ja ein bisschen umständlich hier. Du knackst einfache Schlösser automatisch. Nee. Jetzt weiß ich auch, warum ich das nicht geholt habe. Das ist Ducken, okay. So, kann ich den hier nicht irgendwie... Gesunde Ernährung. 5 Tage gesunde Ernährung ohne Völlerei, aber auch ohne Selbstkasteiung zahlen sich aus. Ah, das ist es. So, und waschen ist natürlich auch eine gute Sache. So, dann schauen wir mal. Sie schläft immer noch. Na gut, dann nutzen wir es schon mal. Wir mampfen hier ein bisschen. Wie satt macht denn das? Sattheit 99. Oh, okay, das hat gut satt gemacht. Dann gehen wir uns mal waschen draußen. Na, guck mal, der Müller ist schon wach, aber Theresa, die pennt noch. Toll. Wollen wir dann vielleicht erstmal zum Herold gehen, am Turnier ein bisschen teilnehmen, wenn sie hier eh noch pennt? Wo ist denn das hier drüben? Gewinn das Turnier, wenn du kannst. Wollte ich ja jetzt eigentlich nicht machen. Eigentlich wollte ich ja mit Theresa reden. Theresa. Ah, ich will schlafen. Nee. So, wie rufe ich denn mein Pferd? Jo, das bin ich. Blabla. Nee, warte mal. Das ging hier irgendwie anders. Ah, so nämlich. Ja, nicht wie beim Witcher, sondern anders. Kann auch hier auch schnell reiten. Denke ich zumindest. Oh Mann, wie ging denn das? Ah, hier ist der richtige Knopf. Und da müssen wir ja einmal durch Rattei durchreiten. Ich hoffe, ich weiß noch, wie man kämpft.
Wenn nicht, wäre es natürlich eine ganz schöne Pleite. Ey. Ah, Vorsicht, 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 guter Mann, Vorsicht. Das war, glaube ich, unser Freund. Und ich weiß gar nicht, wie er heißt. Stanek ist mir jetzt so in den Kopf gekommen, aber ich glaube, das ist er nicht. Och, Leute. Williges Fußvolk. Aus dem Weg, aus dem Weg. Hier müssen wir entlang. Vielleicht hätten wir doch da hinten entlang gekonnt. So müssen wir halt ein bisschen außen rum. Schau gerade mal, müssen wir in die Burg rein oder müssen wir zum Kampfplatz? Ich glaube in die Burg rein, ne? Ich will auch nicht rausfinden, wohin er geritten ist. Ja, ich hätte doch hier vorne rein gemusst und da hätte man dann über die Brücke gekonnt. Ja, nicht schlimm. Hallöchen. So, absitzen. Nicht der Knopf, doch der Knopf. So, das sieht doch aus wie der Herold. Das hier ist wahrscheinlich der Turnierring. Ah. Hallo, guter Mann. The Lord be praised. What brings you to me? What are the rules of the tournament? Is there anything I should watch out for? Well, it's not a life or death struggle. We're not barbarians, after all. Anything in particular you'd like to know? Mm-hmm. How long does it go on? All day long. The combatants have to go through several tough bouts before the outcome is decided. Usually, the victor is announced before sunset, but it's not unheard of for duels to drag out until nightfall. Ach du Schande. How many rounds do I have to win to become the final victor? Depends how many people enroll. Today comes out of 3 rounds. The combatants who win the first round go through to the second, and the winners of the second will fight each other in the final duel. Das ergibt Sinn. Is there anything else I need to know? The tourney is for commoners, but that doesn't mean chivalrous behavior doesn't apply. Anyone who leaves the arena before the winner is announced forfeits the duel. If you strike an opponent who has yielded, you'll be disqualified too. Okay. And what do I have to do to win? Do I have to beat the opponent every time, or do I get several tries? To get to the second round, you have to beat your opponent twice in the first one. If both opponents win one bout each in the round, the victor is decided in a third duel. Whoever wins that one goes on to the next round. Okay. What kind of weapons are used in the tourney? You can take your pick. In the first two duels, that is. If a third duel is needed to decide the matter, Sir Hannes chooses the weapons. Thanks. That's all I need to know. I'd like to enroll in the big tournament. All right. As long as you've got the enrollment stake, Sir Hannes' rule is every contestant has to put up 3 score groschen. Oh, so viel. Ja gut, kann man es gerade so leisten. Of course. Here you are. What's your name? I'm Henry, from Scalitz. I'll make a note of that. And I need to know what weapon you choose. Langschwert natürlich. Longsword. I reckon it's what I'm best at. Good. Get yourself ready. You're next in line. Good luck then. Wie ziehe ich denn mein Schwert? Das sollte ich vielleicht mal rausfinden. Oder macht er es automatisch beim Turnier? The first combatant will be Henry of Scalitz from the company of Sir Radzik Kobla, who will measure his skills against Zdeněk, apprentice to the Ratai scribe. Let us wish the combatants luck. Okay, dürfen wir? Scheinbar noch nicht. All is prepared for the first duel. We will witness a duel with longswords. So is this. Okay.
Okay, der ist ziemlich gut. Ich bin ein bisschen außer Übung. Ah, warte mal, wie geht denn das hier? Nicht! Curse it! Ah, okay, Parade. Was ist da los? Okay, Fimpel hat nicht funktioniert, so gar nicht. Da geht mir ein bisschen die Ausdauer aus. Irgendwie konnte man noch auch treten, oder nicht? Oder geht es nur um unbewaffneten Kampf? Ach man, das ist ja... Ja, glaube ich auch. Bollocks! Der pariert echt gut, der Typ. Henry, was machst du denn da? Junge. Oh, hey. Irgendwie habe ich ja gerade den Lock verloren. Lost your wind. Was ist denn los mit der Parade? Wo ist denn die?
Oh, das gibt's doch gar nicht. Ey, der kann halt so geile Kombis schlagen. Und ich hier wieder gar nichts, ne? Ah, jetzt. Stanek, den Schreibergehilfen haben wir erledigt. Und das war ein ganz schön knappes Ding hier. Wow. Was geht sofort weiter hier mit Runde 2? The second bout will surely be no less exciting. This one may decide the winner. Prepare to watch a fierce fight with axes and shields. Was, ich auch? Ja, ich auch. God damn. Okay, ich hab den nicht gelockt, der ist irgendwo hinter mir. Schon Parade. Oh dear. Did that hurt? Ah, ich sehe nichts. Ach, das war's schon. Yes. So ist es nämlich. Mal sehen, was wir noch für interessante Waffen hier bekommen. Oder ob ich meine Ausrüstung zwischendurch reparieren muss, kann, darf ich nicht. The first combatant will be Stephen of Dvoretz. Spearman in the company of Sir Radzig Kobilar. Schwerträger. And his adversary will be Henry of Skullets from the company of Sir Radzig Kobilar. Mhm. Welcome our warriors. Ja, ein herzliches Willkommen, danke schön. Danke, danke, danke. Der Applaus, der wird mir direkt taub von. We will witness a duel with longswords. So, dürfen wir? Ja. Fucker! Ah, ich sehe nichts. Sehe nichts, sehe nichts. Au. Ha.
Yeah. No. Oh, guter Konter von ihm. Oh, ist ein Platz hier. Die können echt alle verdammt gut kontern. Peace. Oh. Oh, aber warum kann der das und warum kann ich das nicht? Ich habe das irgendwie nie so richtig rausgefunden, wie das funktioniert. Ich hätte eine gute Kombo zusammen. Wenn die so anrennen, können die auch einfach aus dem Rennen direkt zuhauen. Helgott! Da, ne? Da kommt er einfach an und das ist quasi unblockbar. Oh, diese Serien, die der schlägt. So, versuchen wir es nochmal hier. Nur ein Konter. Ja, oder wir lassen uns auskontern. Auch immer eine Möglichkeit. Ah, nein. Ich glaube, er hat gewonnen, ne? Ja. Aha. Berserker. Auch eine gute Sache. Ach, schon wieder hier mit Axt und Schild. The second bout will surely be no less exciting. This one may decide the winner. The combatants will engage in a duel with warhammers and shields. Was? Ich habe ihn ausgekontert und er darf den Treffer landen. Go ahead. Und dann kann man immer nicht richtig nachsetzen, ne? Das ist total strange. Schon blocken. Had enough? Das geht so.
Gee. Ach, der macht so viel Schaden, der Typ. Ich glaube, ich habe ihn auch schon ein, zweimal ganz gut erwischt, ne? Well landed. Der Bluteffekt da oben ist aber auch neu. I'm over here. Ja, dann zeig doch mal. Oh. Ich hab ihm einmal richtig schön auf den Kopf gehauen. Ein guter Konter von ihm. Irgendwie ist er, glaube ich, auch stärker als ich, ne? Diese Schubsduelle gewinnt meistens er. Boah, guter Konter. Come and get it. Cunt. We have a victor in the second duel. He is Stephen Ottoboritz. He is hereby declared the victor in this round and shall proceed to the next round. Ja, also diese Konter, ne, die sind irgendwie ineffektiv, finde ich. Und wenn man den Gegner halt so ein bisschen unter Druck setzt, dann geht er auch immer so weit weg gleich oder wird weggeschubst, dass man da relativ wenig machen kann. So, wie geht's denn unserer Ausrüstung? Gut. Die Rüstung hat auch nichts abbekommen. Okay, gut. Dann würde ich sagen, was ist für heute? Und beim nächsten Mal gehen wir dann... Face to face in this round will be Laszlo, runter zu Theresa. At Nicopolis. Und guck mal. And his adversary will be the victor of many previous tournaments and a combatant today too. Peter. Heute war's das auf jeden Fall. Black Peter. Ich bedanke mich für euch fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.